Hallo YouTube, hier ist wieder Sven, euer Küchenmagier. Ich befinde mich am Klosterkamm und wollte euch gerne mal den Garten der Mönche zeigen, die den angelegt haben. Der ist wirklich wunderschön, mit einem herrlichen Zugang aus Efeu gerankten, was man hier über mir sehen kann. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Auf geht's. Das ist, wie gesagt, das Efeu-Berankte. Und auch hier. So, das ist der komplette Garten von oben. Zumindest ein Teil, was die Kamera erfassen kann. Aber ich gehe mal ein Stück weiter runter. So, ich wunderschön angelegt. Hier wird sehr viel gepflegt. In Ordnung gehalten. Hier haben wir so viel Lavendel. Glaube ich zumindest, dass das welcher ist. Ah doch, der blüht hier überall. So, jetzt haben wir noch einen besseren Blick auf den Garten. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Terrassen angelegt. Gehen wir mal hier lang. Also die Mönche, die haben wirklich sehr viel Arbeit hier investiert, das alles anzulegen. Auch hier Rosen in der Mitte drin, in diesem herrlichen Beet. Und immer wieder auch Sitzgelegenheiten. So, da gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ganz mit so kleinen Irrgarten in der Mitte drinne, im Springbrunnen. Ist wirklich klasse. Kurze Pause. So, okay, gehen wir doch einfach mal rein. Auf geht's. Hier wie eine Art Irrgarten angelegt. Und noch links und rechts für Häuser. Da sind Galerien drin. Wirklich eine Menge Arbeit steckt hier drin. Eine Art kleines Museum. Aber hauptsächlich sind da Bilder drin. Ich glaube, da drin darf ich aber nicht filmen, aus dem Grund mache ich das von außen. Hier in der Mitte nochmal. Auf der einen Seite, wie gesagt, der Irrgarten, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Da ist dann auch noch ein Haus. Und im Hintergrund sehen wir dann das Kloster. Beziehungsweise an dem Kloster sehen wir nicht ganz so viel. Wir sehen im Augenblick die Klosterspitzen, die Türme. Und das ist der Garten von nah. So, dann gehen wir wieder hoch. Das Abenteuer Klosterkamp. Hier muss man gut zu Fuß sein, Haufen Treppen, aber gut. So, dann nochmal einen kurzen Abstecher nach rechts. Hier haben wir noch einen Nackedei. Ja. Wie ihr selber seht, ist wirklich alles top sauber, in Ordnung und gepflegt. Wie gesagt, da ist das zweite Haus. Und das ist die ganze Anlage, wie gesagt, von der anderen Seite jetzt mal rüber geschwenkt.
Birnen wachsen hier auch. Die Mönche legen hier auch einen neuen Kräutergarten an. Aber ich glaube, den kann ich euch leider noch nicht zeigen, weil der ist noch am Entstehen. So. Hier geht es dann wieder retour. Und da oben von außen das Ganze überrannt. Zack. So, jetzt sind wir wieder oben. Von hier aus ging die kleine Exkursion ins Reich des Klosterkampfs los. Und gleich kommt noch ein Video von der wilden, ungestürmten Natur, die sich in allen Farben präsentiert. Was wir auf der Herfahrt schon gesehen haben, zeigte sich in Rot, Pink, Weiß, allen Farben. Es war eigentlich klasse, das zu sehen. Ja, gut, das war so der erste Einblick vom Klosterkampf und seinem Garten. Da sehen wir das Kloster jetzt mal etwas besser. Zack. Was wir erst dann über die Türme gesehen haben. Ja, und mit diesen Bildern sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Küchenmagier.